Ja, erstes Training heute. Du hast 5 Neuzugänge dabei, plus einen Trainer. Du hast 5 Testspieler dabei. Richtig. Ist das das, was du wolltest? Definitiv. Ich meine, es ist immer sehr wichtig, dass wir in der ersten Trainingseinheit zum einen eine Breite haben, mit dem wir auch schon beginnen können. Und dass auch die anderen Jungs sehen, dass da natürlich Spieler sind. Ich meine, da gibt es noch mehrere auf der Liste, die hier hinwollen, die auch ambitioniert sind, die sich hier präsentieren wollen, sodass auch ein direkter Konkurrenzkampf entsteht und dass die anderen sich natürlich nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern auch dementsprechend mit der Einstellung auch ab heute an die Sache rangehen. Ja. Was denkst du, passt die Mischung? Ich denke schon. Ich denke schon. Wir haben jetzt gute junge Spieler hinzubekommen, die klare Ziele vor Augen haben, die charakterlich super in die Truppe passen. Und alles andere muss man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen, wie das Ganze sich entwickelt, dass dieses Team Spirit noch mehr sich entwickelt, herauskommt. Zum Ende der Saison war ich mit dem Team Spirit sehr zufrieden, muss ich sagen. Das heißt, es hat sich schon dann die Mannschaft in der Form gefangen und auch ein ganz sehr guter Umgang miteinander gehabt und auch die Motivationslage war dementsprechend so gegeben, dass wir, wie gesagt, auch die Saison nicht ausklingen lassen haben, sondern das Beste noch daraus gemacht haben, entsprechend der Rahmenbedingungen. Mhm. Du hast, glaube ich, 9 Abgänge. Ito hat heute gefehlt, Graudenz hat heute gefehlt. Kommen die 2 noch? Also bei Taku Ito sieht es so aus, dass er aus familiären Gründen erstmal noch ein paar Tage von mir bekommen hat, weil es ist bei ihm nicht sicher, ob er zurückkommt. Es kann sein, dass er aufgrund familiärer Probleme in Japan bleiben muss und bleiben wird. Ja, das entscheidet sich jetzt in den nächsten 1-2 Tagen, denke ich mir. So ist halt erstmal die Absprache. Ansonsten bei Fabi Graudenz ist es so, dass er ein Angebot aus der dritten Liga hat, den er gerne wahrnehmen möchte. Und da sind wir in Verhandlungen, inwieweit wir ihn dann gehen lassen, ziehen lassen und wie wir dann natürlich anderweitig auch mit dem Budget planen können. Das wird sich jetzt auch in den nächsten 1-2 Tagen entscheiden. Das heißt also, du brauchst noch weitere Verstärkungen. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass die größten Baustellen noch im Tor und ein Stürmer sind? Definitiv. Ich meine, das sind Schlüsselpositionen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Torhüter, der auch den Anspruch hat, sich mit Philipp Sprint messen zu wollen und auch messen zu können. Ja, dass wir auch von vornherein nicht sagen, wir holen eine klare Nummer 1, weil Philipp Sprint hat das jetzt auch, weil er eine gute Entwicklung genommen hat in dem letzten halben Jahr, wo ich da bin, auch den Anspruch, dass er selber vielleicht zur Nummer 1 wird. Das muss man abwarten. Wie gesagt, aber wir wollen da natürlich einen richtig konkurrenzfähigen Spieler, Torhüter noch dazu holen. Mit Marc Depter haben wir einen geholt, der in der Hinterhand ist, sehr motiviert, ambitioniert ist. Wir haben das heute auch bei der Trainingseinheit gesehen, alleine schon eine ganz andere Präsenz. Und er ganz klar weiß, dass er auch die Nummer 3 momentan ist und sich mit der Rolle auch dementsprechend identifizieren kann und auch natürlich irgendwann sich Chancen erhofft, vielleicht, wenn das eine oder andere passiert, auch spielen zu können. Hm. Ja. Wie schwer ist es für dich mit diesem eingeschränkten Budget? Ich habe jetzt gelesen, zwischen 1 und 2 Millionen Schulden schon wieder. Wie schwer ist es dann zu planen? Ja, ist nicht einfach gewesen, aber ich denke, wir haben bis dato eigentlich das Beste aus der Situation gemacht. Wir haben 19 Zugänge präsentiert. Ich habe auch direkt, als Rossmann gegangen ist, 1:1 tauschen können, dass ich dann Nejo Mohamed verpflichten konnte von Wattenscheid. Und so ist der Weg. Das heißt, man muss Raum schaffen, man muss Möglichkeiten schaffen. Wenn jetzt auch Graudenz wechseln sollte, dass wir für das Geld nicht nur einen Spieler holen, vielleicht 2, die zwar vielleicht nicht die gleiche Qualität haben, aber dennoch entwicklungsfähig sind und irgendwann diese Qualität erreichen werden und uns trotzdem weiterhelfen können. Das ist so das, was wir momentan auf die Beine stellen, weil wir wissen, auch wenn jetzt Verträge ausgelaufen sind in der Vergangenheit, dass wir nicht 1:1 dann einfach Spieler hinzuholen, die vielleicht 500 Euro weniger kosten, sondern das Geld ist anderweitig verplant, das Geld ist weg. Deswegen müssen wir quasi aus dem anderen einfach Raum schaffen, was vorhanden ist, um dann noch reagieren zu können, quasi noch ein Facelifting für die Mannschaft vorzunehmen, weil das ist auch wichtig, dass man einfach neue Reize, neue Akzente setzt, auch in der Mannschaft, dass neue Typen, neue Charaktere hinzukommen, sodass das wieder so einen kleinen Schub gibt. Ja. Wie heiß ist der Trainer auf die neue Herausforderung? Ja, ich bin immer heiß. Man muss mich ja manchmal einfangen, aber von meiner Seite, ich meine, ihr habt mich auch ein bisschen kennengelernt. Es gibt immer jeden Tag, versuchen wir mit dem Team Vollgas zu geben. Deswegen und wenn das die Spieler noch mehr annehmen, das, was wir vorleben, bin ich guter Dinge, dass wir hier was Gutes entwickeln können. Ja. Rot ist aggressiv, ne? Deswegen habe ich das gewählt, dass die von Anfang an sehen, was Sache ist.